Hallo Camper, es ging doch noch mal spontan nach Magdeburg, dort an die Elbe, Stellplatz Petriförder. Hallo, guten Morgen, Guten liebe Leute. Morgen. Wir grüßen euch noch aus Steinhude. Jetzt hatten wir ja nun die Tage erst so ein schweres Video hochgeladen, dass wir ja erst nach Ostern losfahren. Und was kommt jetzt? Eine Wir fahren Aktion her. für Kurzentschlossene. Nein. Wir fahren nach Magdeburg. Heute los, morgen Termin, übermorgen nach Hause. Silvia hat festgestellt, genau wie mehrere andere in Magdeburg, dass sie vor 50 Jahren aus der Schule entlassen wurden. Sag doch das nicht. Ne? Also, die ist 50 Jahre aus der Schule. Ob es was gebracht hat mit der Schulzeit, das überlassen wir mal denen, die sie kennen, das einzuschätzen. Jedenfalls fahren wir dahin, damit sie da mit anderen Leuten bespricht. Für September, da planen sie ein Klassentreffen. Klassentreffen. Und deswegen fahren wir jetzt, wie gesagt, als Aktion für ganz Kurzentschlossene nach Magdeburg. Ja. Ich nehme an, sie freut sich drauf, Ja, hat schon mal Bescheid gesagt, dass sie sich auskennt, sie wird mich führen. nach dem ganzen Stress hier bei uns wird hinten im Grundstück rumgebuddelt. Oh, das Auto einladen und so. Also, wenn ihr Leute sagt, ich springe ins Wohnmobil und fahre los, das stimmt nicht. Das stimmt nie. Weil man hat nie für die Situation immer alles drin. Also wir jedenfalls nicht. Ja. Also es kommt natürlich auch darauf an, welche Probleme man sich selber schafft. Das Einzige kann ich nicht abstellen, weil Nicht weghalten, rennen. das fährt das Wohnmobil, das einzige Problem, das ich habe. Ja. Du? Die Frau ist unmöglich. Könnt ihr mir glauben? Gut, okay, wir melden uns dann mal in Magdeburg. Da ist ein schöner Stellplatz direkt an der Elbe. Den stellen wir dann mal vor und dann Wenn sehen wir wir da den weiter. Platz kriegen. Ja. Wir werden es sehen. Und Silvia wird die Einfahrt dann filmen, weil das ist ein bisschen komplizierter, wenn ich das so richtig gesehen habe, mit versenkbaren Poller und so ein Krams. Na, Das vielleicht haben wir ja Glück und sie kriegt es hin. haben alle geschafft, das schaffst du auch. Okay, bis dann. Was da durchfahren, ja, Ja. aber die Aufnahmen dazu. Tschüss. Tschüss, bis später. Wenn wir Steinhude verlassen, kommen wir auch am Stellplatz Steinhude vorbei. Der ist ja derzeit noch gesperrt, aber hier pflanzen sie schon Buschwerk auf die Böschung. Wir haben gelesen, er soll ab 24.03. wieder zur Verfügung stehen. Unsere Fahrt nach Magdeburg geht ganz normal über die A2. Dort kommen wir dann in Helmstedt, Marienborn, auch an der ehemaligen Grenzkontrollpunkt Marienborn vorbei, was ja heute eine Gedenkstätte ist. Hier war die Grenze und in diesem Betonpfeiler in der Mitte im Kreis gehörten eigentlich noch Hammer und Zirkel hinein, das frühere Wappen der DDR. Wer hier mal langkommt, fahrt ruhig mal rechts ran, guckt euch das an, was damals hier als Grenzkontrollstelle da war. Wer die Möglichkeit hat, ich selber habe es mal machen können, nehmt dran teil an einer Führung. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist super interessant. Es gibt noch genug Zeitzeugen, die dort Führungen auch unternehmen. Und es ist schon sehr interessant, was da abgegangen ist, wovon auch später keiner was wusste. Unsere Fahrt geht also über die A2. Wir fahren dann allerdings auf die A14 ab und gleich an der ersten Abfahrt raus, weil wir beabsichtigen, über die B1 den Stellplatz Petriförder in Magdeburg anzufahren. Hier haben wir die Autobahn bereits verlassen. Es ist die meiste Zeit ja, mehrspurig ausgebaut und dann kommen wir hier praktisch bis kurz vor die Elbe. Da müssen wir rechts abbiegen und von hier aus sind es noch 500 Meter. Da geht es dann links ab auf den Stellplatz.
Ich lasse die letzten 300-400 Meter einfach mal durchlaufen. So könnt ihr euch das am besten ansehen, wie die Zufahrt aus Richtung B1 in Richtung des Stellplatzes Petrifförder ist. Es gibt dann eine Linksabbiegerspur. Wenn wir hier zu dem zweispurigen Verkehrsbereich kommen, würde ich mich also schon mal links einordnen. Es ist nicht mehr weit. Linke Hand sehen wir hier schon Parkplatz mit Pkw und am Ende dieser Fläche geht es dann links ab. Hier kann man sich schon nach links einfädeln, um dann die Gegenfahrbahn zu überqueren. Wir kommen jetzt an, ihr seht den Poller in der Mitte, da müssen wir durch. Links ist eine Säule, die muss mit Bargeld gefüttert werden. Silvia füttert den Automaten fleißig und gleich hat sie 10 Euro drin, hat einen Augenblick gedauert. So, ihr seht, der Poller senkt sich. Jetzt kriege ich Order durchzufahren. Ich folge natürlich den Weisungen der Einweiserin links und fahre dann durch die Absperrung. Ihr seht vor uns schon die Elbe. Hier gibt es dann noch eine Beachbar, die wird gerade wieder hergestellt. Die Terrassen und so weiter werden gerade noch mit Brettern und Bohlen wieder neu aufgebaut. Das ist hier rechts, ihr seht es. Da fahren wir dann vorbei und wir selbst fahren noch ein Stückchen dran runter. Dies alles, was wir jetzt hier vor uns sehen, ist der Stellplatz. Für die 10 Euro könnt ihr 3 Tage auf diesem Stellplatz stehen. Es gibt kein Kärtchen, keine Quittung, gar nichts. Wir haben uns ein Eckchen ausgesucht und stellen uns hier zu dem Ausflugsdampfer. Vor uns sind da auch schon Mülltonnen, die dienen der Entsorgung, können mitbenutzt werden. Wir sind angekommen in Magdeburg, direkt an der Elbe. An der Einfahrt gibt es einen Poller, der senkt sich. Was man braucht, ist Bargeld, Geldstücke, Scheine nimmt er nicht und davon braucht man dann 10 Euro. Sonst geht der Poller nicht runter. Gucken wir mal, was hier auf den Schildern liegt. Wenn man jetzt so nach rechts guckt, da sieht man eigentlich schon, dass man mitten in der Stadt ist. Ein bisschen hinter den Bäumen ist der Dom schon da vorne zu sehen. Es ist zumindest nicht wahr. Eigentlich sollst du nur vorne die Straße frei halten, die direkt hier an der Elbe ist. 5 Meter. Ansonsten sind da Markierungen. Das Blaue sollen wohl die Laternenmasten sein. Immer 2 Fahrzeuge zwischen Laternenmasten. Wobei man sich fragen muss, eigentlich passen da 4 hin. Eigentlich verschenkter Platz. Ansonsten, wenn man sieht, ist hier auch Anlegestelle für die Weiße Flotte. Silvia und ich, wir haben uns dann erstmal auf ins Stadtzentrum gemacht. In Höhe der Einfahrt zum Stellplatz ist diese Brücke mit dem blauen Geländer. Die benutzen wir, um über die 4-spurige Hauptverkehrsstraße wegzukommen. Auf der anderen Seite beginnt im Prinzip eigentlich schon das Stadtzentrum. Man kann schon sehen, viele Kirchen. Hier nochmal der kleine Kreis, der Stellplatz, der große ist das Stadtzentrum. Hier kommen wir an eine Kirche, das ist die Johanniskirche. Davor ist ein Denkmal. Heute am
16. Januar natürlich zerstört. Ne? Und Otto von Guericke ist ja beerdigt. Aha, dann wird das. Nee, das ist er nicht. Das sieht mir mehr wie Luther aus. Das mit Luther habe ich überprüft. Das Denkmal ist Luther. Hier kommen wir zum Portal, dem Eingangsbereich zur Kirche. Das ist schon imposant gestaltet. Es war auch nachzulesen, dass diese Kirche ungefähr 1000 Jahre alt ist und in der Zeit 4-mal zerstört wurde. Als wir eben an der Ampel standen, guckte Silvia nach vorne und oh, das Zentrumwarenhaus. Waren Ihre Erinnerungen? Ja, es sah in der ganzen DDR gleich aus. Sparbüchse. Und um die Ecke ist das Rathaus. Diese Gefährte sind uns öfter über den Weg gefahren. Langsam sind sie nicht. Da muss man schon auch als Fußgänger ein bisschen aufpassen. Silvia hatte das ja eben schon erwähnt. Hier rechts ist dann das Rathaus. Das ist der Platz vor dem Rathaus, was wir hier sehen. Oben, das ist der Goldene Reiter. Jetzt mal ein Blick auf das Rathaus. Nochmal Blick zu diesem Denkmal Goldener Reiter. Wofür das steht, war, kann ich nicht sagen, habe ich auch nicht nachgeguckt. Wen es interessiert, einfach selber mal nachgucken. Und jede größere Stadt hat natürlich früher einen Roland gehabt, den hatte auch Magdeburg, der steht in Sandstein links neben der Eingangstür. Da ist er zu sehen. Am Platz gibt es dann noch ein Gebäude, dort befindet sich das erste mechanische Theater Magdeburgs. Ich habe das mal durch die Schaufensterscheibe aufgenommen. Dort läuft dann ein kleines Spiel immer ab. Es ist natürlich naheliegend in diesem Fall, dass man da das nimmt mit dem Otto von Guericke, der ja in Magdeburg vorgeführt hat, was er herausgefunden hatte mit Vakuum, dass man dann selbst mit 8 Pferden eine Kugel, aus der die Luft herausgeholt wurde, nicht auseinanderziehen kann. Seht es euch selber an. Im Hintergrund wurde am Anfang gepumpt. Da schloss sich die Kugel. Es ist ein Vakuum jetzt drin und jetzt sind die Pferde am Ziehen. Und was wir in der Schule gelernt haben, sie konnten diese Kugel nicht wieder in 2 Hälften trennen. Das gelang erst, nachdem da wieder Luft in den Hohlraum hineingelassen wurde. Das wird jetzt wieder dargestellt, hinten durch die Puppen, die waren am Pumpen. Da ist jetzt Luft drin und die Kugel öffnet sich wieder. Es ging dann für uns weiter durch die Innenstadt von Magdeburg. Silvia hatte natürlich ihre Erinnerungen an Gebäude insbesondere, wie Magdeburg früher aussah, als sie dort noch zur Schule gegangen ist. Manche Gebäude sind im Prinzip noch so wie früher. Wurden leicht verändert. Hier sind da schon wieder diese Karren, die einem über den Fuß fahren. Aber im Prinzip muss man aber auch sagen, Magdeburg ist eigentlich heute eine normale, moderne Stadt, wie wir sie überall finden. Wir gehen dann weiter durch die Stadt. Unser Ziel ist das Hundertwassergebäude. Auf dem Weg dorthin kommen wir immer mal wieder an Gebäuden vorbei, wo wir dann Sachen aus DDR-Zeiten noch vorfinden. So wie hier, wann da gebaut wurde. Es gibt überall immer wieder solche Hinweise.
Im Hintergrund kann man das 100-Wasser-Gebäude schon sehen. Dort sind wir dann in ein Café gegangen, haben uns da hingesetzt und Silvia telefoniert schon. Hinterher sind wir dann nochmal gemeinsam ein paar hundert Meter durchs Zentrum gegangen. Jetzt kommt mal ein Schwenk. Das weiße Gebäude ist der Landtag von Sachsen-Anhalt. Rechts daneben ist ein Ministerium und ein Hotel. Und der Schwenk geht weiter über den Platz wieder zum Dom. Wir überqueren den Platz in jetzt gerade Richtung, gehen dann über eine kleine Gasse, die hinter dem Dom lang führt, in Richtung Elbe. Haben die Ausgrabungen schon fertig im Dom? Oder sind die Löcher immer noch in der Erde? Nee, ich war ja auch schon ewig jetzt nicht im Dom. Ja, ich war, weiß nicht, das ist bestimmt 10 Jahre her, dass ich da drin war mal. Ich war zum... In der Führung waren wir hier unterwegs gewesen. Beim Montagsmarsch war ich, bei der Wende. Montagsmarsch. Montagsspaziergang, wie das hieß. Hier ein Blick auf das frühere Zeughaus, also die Kleiderkammer, wenn man es auf Neudeutsch sagen will. Und rechts daneben ist ein Steinmetz. Hinten im Garten sehen wir auch ältere Steine, die offenbar vom Domgebäude stammen und da ihre vielleicht vorübergehende Heimat gefunden haben. Ich gehe mal davon aus, dass die irgendwann wieder Verwendung finden. Wo auch immer. Hier kommen wir jetzt durch ein altes Torhaus. Wir befinden uns im Prinzip schon in dem Bereich, wo früher auch Teile der Stadtmauer und Wehrbefestigungen waren. Wir kommen dann vorbei an dieser Bastion der früheren Wehranlagen. Die kann man soweit besichtigen. Ihr seht da drüben eine Treppe für den Turm. Wen es interessiert, der kann sich also damit näher beschäftigen, was einem da gezeigt wird. Wir gehen dann weiter in Richtung Elbe. Hier gibt es diese Brücke, über die überqueren wir wieder diese vierspurige, vielbefahrene Straße und der Blick geht auf die Elbe, auf eine alte Eisenbahnbrücke rechts, die natürlich nicht mehr in Betrieb ist. Wer genau hinsieht, sieht auch, dass da Höhenunterschiede sind. In der Mitte ist die Brücke höher als rechts und links. Die Brücke ist so ein bisschen in die Elbe hineingebaut. Man kann also bis vorne rangehen und die Elbe in beide Richtungen überblicken. Und wir können feststellen, es ist sogar noch Schiffsverkehr auf der Elbe. Ich meine jetzt nicht die weiße Flotte, sondern die Arbeitsflotte. Wir waren ja mal mit dem Wohnmobil in Coswig, da hatte Silvia mir schon erzählt, dass viel Schiffsverkehr da unterwegs war und war dann enttäuscht, dass nicht ein einziger Kahn vorbeigekommen ist. Hier ist er heute anders, extra für Sie. Silvia und ich gehen dann an der Elbe entlang zurück zum Stellplatz. Da kommen wir zum Beispiel an diesem Brunnen vorbei mit dem Denkmal Völkerfreundschaft, was da in der Mitte groß prangt. Es sind ja überall in Magdeburg viele Skulpturen zu sehen und Denkmäler. Dies hier ist sehr groß. Es ist aber auch ein Brunnen, muss man sagen, derzeit natürlich abgestellt. Wenn man dann an der Elbe weitergeht, nur wenige Meter weiter, kommen wir dann hier an dieses Denkmal, der Fährmann. Gehe ich einfach mal von aus, dass vielleicht an dieser Stelle früher eine Fährstelle gewesen ist. Sonst macht das ja wenig Sinn, diese Skulptur hier herzustellen. Wir erreichen jetzt langsam den Stellplatz. Hier rechts ist wieder das Restaurant und Bar Petri Förder. Wer genau hinsieht, sieht, dass dort auf der Terrasse noch
die Reste von Weihnachten sitzen. Ist also länger niemand da gewesen. Hier stehen die Palmen bereit, die jetzt für die Saison sicherlich irgendwo aufgebaut werden. Bei dem Gebäude handelt es sich auch um das Gebäude, was für die Weiße Flotte da ist. Da wird man dann Fahrkarten und sowas kaufen können, Infomaterial bekommen und so weiter. Dieses Gebäude steht ja am Eingangsbereich des Stellplatzes. Wir haben unser Wohnmobil wieder erreicht, hatten ein paar Kilometer hinter uns gebracht. Es war also doch schon ein interessanter Tag. Nachdem wir unsere Dinge in Magdeburg erledigt hatten, weswegen wir ja überhaupt losgefahren waren, treten wir dann unsere Rückfahrt an. Hier kommen wir auf die Ausfahrt zu mit dem Poller. In der Fahrbahn ist eine Induktionsschleife. Wie weit man wegbleiben kann, ich weiß es nicht. Ich bin sehr dicht vor dem Poller gefahren, so dass ich den nicht mehr sehen konnte. Da musste Silvia schon sich vorne in die Schaufensterscheibe legen, um zu sehen, wann der Poller unten ist. Man muss dann rechts rumfahren. Mit dem Überhang am Heck unseres Wohnmobils musste ich dann schon mal aufpassen, dass wir nicht einen von den seitlichen Pollern dann wieder berühren. Ist ein bisschen eng, wäre schöner, würden die einen halben Meter weiter auseinander stehen. Hier ist dann die Ausfahrt des Parkplatzes. Es geht dann wieder auf diese vierspurige Straße in Richtung B1. Hier kommen wir auf den Tunnel zu, da müsst ihr euch dann rechts halten, dann kommt man oben zur Ampel, links abbiegen ist die B1, die einen zur Autobahn führt. Wir hoffen auch, dieser Bericht war wieder informativ für euch, dass ihr vielleicht ein Abo bucht, bei uns bleibt für weitere Berichte und dass wir uns wiedersehen. Bis dahin ein freundliches Tschüss!